Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Büroathleten-Toolkit-Podcast. Ich bin dein Gastgeber Julian Söltrup. Ja, ich hoffe, du hast in der letzten Nacht sehr, sehr gut geschlafen, weil selbstverständlich ist Schlaf enorm wichtig für deine Regeneration, für deine Leistungsfähigkeit, aber auch deinen Bewegungsoutput. Das wissen wir natürlich eigentlich alles längst. Und dennoch fällt es vielen schwer, einen erholsamen Schlaf, der dich fit, vital und gesund hält, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, umzusetzen. Irgendwie komisch, oder? Hierbei von Umsetzung zu sprechen, weil praktisch gesehen liegen wir ja erstmal nur da und lassen den Schlaf geschehen. Um tiefer in das Thema Schlaf einzugehen, habe ich heute den Christoph Malzburg hier im Podcast. Und ja, wir erweitern so ein bisschen das Thema Schlaf und wir schauen dabei auch mit einem Blick auf ja, das Thema Schlaf im Arbeitsumfeld, weil auch das hat natürlich einen enormen Einfluss. Und ja, ich wünsche dir einen gesunden Schlaf und du wirst von den Worten von Christoph in jedem Fall profitieren. Viel Spaß bei dieser Folge mit dem Schlafcoach Christoph. Hi Christoph, herzlich willkommen hier im Büroathleten-Toolkit-Podcast. Hallo, hallo Julian. Schön, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank. Ja, super gern. Ich freue mich auch natürlich für mich. Also wir haben im Vorfeld gerade, bevor es dann offiziell losging, ja schon mal so ein, zwei Themen besprechen können, von denen ich wirklich schon sehr profitiert habe. Um es kurz zu fassen, ich habe den Christoph gerade gefragt, wie ist das eigentlich? Ich habe seit Mitte März, seit Corona ehrlich gesagt, alle Präsenzveranstaltungen beim Kunden vor Ort vernichtet hat. Seit Mitte März habe ich mir zweimal den Wecker gestellt. Brauche ich einen Schlafcoach, war meine Frage an ihn. Christoph hat gesagt, nee. Magst du es nochmal ganz kurz beschreiben, wieso du mir jetzt nicht direkt den Schlafcoach wegen dieser weckerlosen Zeit empfiehlst? Ja, weil wir im Prinzip der beste Schlaf, den wir haben können, ist der, der unserem natürlichen Rhythmus folgt und der von alleine abläuft und dass der Körper aus seinem eigenen Signal heraus und seinen eigenen Rhythmen heraus entscheidet, wann er die Regeneration abschließt. Wenn du das weißt und dich daran anpasst, wachst du morgens ganz natürlich in deinem eigenen Rhythmus auf. Das ist im Prinzip die beste Zeit und der beste Weg, wach zu werden, weil du dann natürlich wach wirst zu der Zeit, wann es zu dir passt. Mhm. Und es gibt auch einen Spruch, wer einen Wecker braucht, hat ein Schlafproblem. Von daher ist es bei dir das Gegenteil. Das heißt, du brauchst keinen Wecker und deswegen hast du auch kein Schlafproblem und brauchst deswegen auch keinen Schlafcoach. Also nicht für das Thema zumindest. Ja, meine erste Frage, die kann ich mir jetzt eigentlich schon beantworten, weil du sagst, wer einen Wecker braucht, hat ein Schlafproblem und braucht vielleicht sogar einen Schlafcoach. Meine erste Frage, ich habe immer so einen roten Faden, die ich mir für mich auch wirklich, weil es mich selber brennend interessiert, weil ich mir die deswegen auch notiert habe, ist, was ist und was macht ein Schlafcoach? Und jetzt sagst du ja selber schon irgendwo so, jeder, der einen Wecker braucht, könnte einen gebrauchen. Ja, okay, da gibt es natürlich viele, viele, viele Themen. Also Schlafen ist neben Bewegung und Ernährung im Prinzip das Wichtigste, Thema, wenn du drei Blöcke brauchst, um dich grundsätzlich gesund zu halten. Mhm. Das ist, wenn du diese drei Themen für dich gut sozusagen verbündelt hast und gut dich damit beschäftigst und weißt, was zu dir passt, tust du sehr, sehr viel für deine Gesundheit. Das weißt du selbst, du beschäftigst dich auch mit vielen solchen Themen. Genau wie es auch bei diesen anderen Themen ist, ist es so, dass ich natürlich gucken muss, was ist das für eine Person, was braucht die, wie lebt die, worum geht es, was sind die Kernthemen? Und das ist bei der Ernährung, bei der Bewegung genauso. Du wirst auch nie jemandem sagen können, okay, mach diese 10 Punkte und dann bewegst du dich richtig, ernährst dich richtig. Das heißt, ich arbeite mit Menschen im 1:1 zu diesen Themen, gucke genau, es ist wie gesagt eine komplette Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die man da bearbeiten kann, picke die raus, die passen und die wichtig sind für die Person und von denen ich mit meiner Erfahrung, meinem Wissen, glaube zu meinen, dass das was bewegen kann und dann entscheiden wir das zusammen, dann gibt es eine Umsetzungsphase, dann gibt es einen ersten Check-up so, und dann fließt das in das Leben so mit ein und die Erwartung ist, dass nach 4 bis 6 Wochen dann auch Rhythmusveränderungen reinkommen, das ist kein Hebel, den man umlegt und dann, dass sich dann damit der Schlaf auch verbessert. So, also es ist im Prinzip ein sehr individuelles Coaching. Ich mache aber auch Vorträge und Workshops, Vorträge auch in fachfremden Umfeldern, weil es oft auch um Motivation geht, ne, überhaupt das Thema aufmerksam zu machen.
sich den Leuten zu sagen, warum das wichtig ist und sie zu motivieren und so. Das ist bei dem Thema Schlaf noch im Moment noch sehr, sehr wichtig. Ja. Mir gefiel total die Formulierung, das fließt dann in das Leben mit ein. In welche Leben denn jetzt? Also wer sind deine Menschen, die du coachst? Jetzt sagst du schon, okay, Fachvorträge und Seminare, die finden, nehme ich jetzt einfach mal an, in Unternehmen statt, ja, auch irgendwo völlig fachfremd, um das Thema präsent zu machen, was ich super wertvoll finde. Aber wer sind jetzt zum Beispiel deine 1-zu-1-Coaches? Alle Menschen, die Schlafthemen haben. Also das geht wirklich von Menschen, die mich ansprechen nach irgendwelchen Workshops, die gerne mehr arbeiten wollen, aus dem Umfeld, Menschen, die erzählen und die dann von mir gehört haben, über Instagram, Instagram-Account, Webseite, also unterschiedliche Leute, die mich einfach individuell ansprechen. Dann, wie du sagst, natürlich auch Firmenkunden, die ich habe, wo dann Coaches entstehen. Und ich habe so ein kleines Steckenpferd. Leistungssport, das heißt, ich betreue relativ viele Top-Athleten, Olympioniken-Weltmeister, Deutsche Meister, also Fußball-Bundesliga, erste Fußball-Bundesliga. Wir kommen beide aus Köln. Zum Beispiel Schlafcoach vom ersten FC Köln. Ich coache die Mannschaft. Ich habe unterschiedliche erste Bundesliga-Vereine, mit denen ich zusammenarbeite. Mit leichtathletischen Schwimmern, Beachvolleyball, also unterschiedliche Athleten, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die jetzt mittlerweile langsam auf den Trichter kommen, wie wichtig dieses Thema ist. Okay, bei einem Leistungssportler, nehmen wir jetzt mal die Bundesligisten, egal ob Fußball oder Beachvolleyball oder Olympioniken oder wie auch immer, da liegt das ja so sehr auf der Hand. Bewegung, also klar, das Training an sich, eine adäquate Ernährung, eine zielgerichtete und klar, Regeneration. Und jeder weiß eben, das meinte ich, habe ich im Intro so gesagt, jeder weiß ja, dass auch ein guter Schlaf, ein erholsamer Schlaf dazu gehört. Jeder hat auch schon mal irgendwo gehört, so und so viele Stunden wären sinnvoll. Also die Quantität, aber auch die Qualität muss stimmen. Und bei einem Leistungssportler sehe ich da noch, ja, wahrscheinlich nicht nur das Potenzial, aber da sehe ich vor allem, dass die Leute dafür offen sind und dass sie sagen, hey, ich will noch mehr rausholen. Ja. Wie sieht das denn jetzt? Genau. Du wirst wahrscheinlich auch, du hast ja gesagt, du hast das von A bis Z alle Kunden durch oder alle Kundentypen. Es gibt dann halt auch die ganz normalen Menschen, sag ich mal. Ja? Ja. Also die vielleicht den Bürojob haben und die vielleicht auch hier eben was mit Büroathletik zu tun haben. Ja. Wo kommst du denn da dann beispielsweise drauf an? Da ist es ja nicht unbedingt nur Leistungsoutput auf dem Fußballfeld oder auf dem Volleyballfeld. Ja, es ist letztendlich gar nicht so ein großer Unterschied in dem Sinne. Leistungssportler machen auch viel falsch. Die haben natürlich im Prinzip das Thema, ihren Schlaf zu optimieren, zu verbessern und mehr Leistung zu erzielen. Aber da liegt einfach, sagen wir mal, die Anforderung der Leistung höher. Aber im Prinzip ist es eigentlich egal. Also weil auch, sagen wir mal, jemand wie du und ich, wir müssen auch Leistung bringen, ganz normale Basisleistung, aber auch mal in höhere Belastungen gehen. Der ist bei jedem die Latte da, wo sie nun mal ist. Du spürst deine Leistungsgrenzen genauso intensiv für dich, wo du sie liegen hast. Und du musst täglich innerhalb dieser Range von, sagen wir mal, auf der Couch liegen bis irgendwie Vollgas geben, auch deine Leistung abrufen können. Und dafür brauchst du eine Regeneration, eine passive Regeneration. Und die passiert in der Nacht. Und das hat jeder, der Familie hat, der Büroarbeit, der früh aufsteht, der 1000 Themen hat, jetzt Corona hat, Homeschooling, also alles, was gerade in die Belastung geht, dann noch Sport machen, abends wieder arbeiten, essen, Wochenenden, jetzt Urlaub fahren. Also das ganze Zeug ist einfach viel für uns alle. Und das hat einfach einen anderen Fokus als beim Leistungssportler, der sich halt auf seinen Sport konzentriert. Der hat vielleicht viele andere Themen nicht. Also sehe ich da gar nicht so einen großen Unterschied. Ne? So. Und letztendlich liegen wir alle im Bett. Also ich kann ja nicht, wenn du sagst, du hast im Büro, musst du Themen anbieten, die ins Büro passen, weil ein Leistungssportler natürlich auf dem Platz oder in der Halle anders arbeitet. Bei mir ist es immer das Bett, ob Leistungssportler oder nicht, die liegen alle im Bett, müssen alle runterkommen, müssen alle abschalten und müssen pennen. Mhm. So, ne? Da ist Erna Kasubke genauso wie Roger Federer im Endeffekt. Ne? So. Ja. Du hast ja angesprochen, ja, Schlaf ist passive Regeneration und es geht darum, was passiert dann im Endeffekt im Bett. Genau. Das heißt, wenn die Person einfach nur so da liegt. Das heißt, den Schlaf an sich kann man ja während der Schlafenszeit nicht beeinflussen. Falls man das doch kann, bitte verrat's mir gleich und den Zuhörern.
Aber so wie ich es jetzt denke, würde ich sagen, okay, das heißt, ich muss doch schon den Tag als Vorbereitung nutzen, oder? Genau. Tag ist die Vorbereitung für die Nacht, sagen wir gerne. Ja. Das ist de facto auch so, weil du sehr, sehr viel beeinflussen kannst für das, was in der Nacht dein Geist und dein Körper brauchen, um optimal regenerieren zu können. Du kannst in der Nacht, kannst du Rahmenbedingungen beeinflussen, Licht, Dunkelheit, Lärm, ja, so. Das machst du ja auch schon vorher, ne? Genau, das machst du ja auch sozusagen, ne? Aber du kannst zumindest den Rahmen beeinflussen, dass du besser schläfst. Aber du kannst natürlich nicht aktiv eingreifen. Du kannst nur aktiv eingreifen, wenn du kognitiv wahrnimmst, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du aufwachst zum Beispiel. Ne? Okay. Das heißt, alles das, was du im Prinzip brauchst für deine gute Nacht, solltest du tagsüber erledigen. Ne? Und da gibt es unheimlich viele Faktoren und das sind auch die Hauptfaktoren, außer du hast was Organisches oder du schnarchst oder du hast Atemaussetzer, sind 70-75% meiner Coachings mindestens gehen darum, die Leute dazu zu bringen, dass wenn sie an dem Punkt sind, wo sie im Bett liegen und schlafen sollen, auch in dem Modus sind und in dem richtigen, sagen wir, in der richtigen Situation und sich auch richtig fühlen, um jetzt dann auch schlafen zu können. Ne? So. Das heißt, die Organisation des Tages ist sehr wichtig für den Schlaf, wenn jemand ein Schlafproblem hat. Also ich sage das immer dazu. Ich sage nicht, Leute, ihr müsst jetzt alle das so machen, aber wenn du ein Schlafthema hast, dann solltest du dich darum kümmern. Ne? Ja. So. Also wenn jemand abnehmen will, aber trotzdem dünn ist, dann sage ich, okay, du musst jetzt irgendwie viel machen, weil du bist sowieso dünn, ne? Wenn das Thema ist. So, ne? Dann würde ich jetzt nicht sagen, nimm ab, weil du bist dünn. Aber wenn jemand ein Schlafproblem hat, ist der Tag und die Struktur des Tages sehr wichtig. Was sind immer wiederkehrende Fehler, die du natürlich beobachtest bei deinen Coaches, die eben dazu führen, dass es dieses Schlafthema überhaupt gibt? Also so vielleicht mal so die Top 3, die immer wieder kommen. Ja, der erste Fehler ist, das Thema Schlaf nicht ernst zu nehmen. Ja. Und dem Schlaf nicht die Bedeutung zu geben, weil wir uns sehr schwer tun, uns zu spüren. Und Schlaf ist spüren. Das heißt, du merkst am Tag, wie du dich fühlst. Wir schieben das immer in Richtung von, mein Partner stresst, ich habe Bürostress. Aber der Umgang mit dem Stress und die Möglichkeit, mit einem positiven, fröhlichen, gesunden Weg durch den Tag zu gehen und zu spüren, hey, ich bin eigentlich schlapp, ich muss überkompensieren und das stresst mich. Auf der anderen Seite könnte ich aber, wenn ich gut schlafe, ausgeruht, energiereich, leistungsfähig sein. Also ein Gefühl zu bekommen, wie ist mein Schlaf und wie gut ist der für mich und was muss ich tun? Und dieses Gefühl haben viele nicht. Das heißt, sie gucken nicht hin. Das wäre das Erste. Ja. Ihr müsst hingucken, wie gut ist euer Schlaf und was tut er für euch? Und das wichtig nehmen. Es ist essentiell wichtig. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Rattenschwanz, aber es gibt halt unheimlich viele Krankheiten, die auch durch Schlaf entstehen. Diese Heilungsfähigkeit und die Heilungskraft von Schlaf ist wissenschaftlich faktisch erwiesen. Das ist keine Theorie und es ist auch keine sagen wir, therapeutische Arbeit nur oder spirituelle Arbeit, sondern es ist wirklich faktisch so. Ne? Ja. Das Zweite ist Veränderung. Die Leute wollen nichts verändern. Wer besser schlafen will, muss etwas verändern. Wenn du Sport mal willst, musst du aufstehen und dich bewegen oder was umräumen oder so. Du musst, wenn du schlafen willst, musst du etwas verändern. Das ist wichtig, das auch zu akzeptieren und zu tun. Und das Dritte vielleicht ist auch ein wichtiges Thema, ist, dass die Leute einfach alle kein Wissen haben. Ich frage oft in meinen Vorträgen, wer beschäftigt sich mit dem Thema Schlaf genauso intensiv wie mit der Ernährung, mit der Bewegung? Also wer weiß, ne, wer hat sich schon mal gefragt, ich soll vielleicht eher ne, glutenfrei essen oder weniger Fleisch oder da gibt es immer so Fragen oder mehr Salat, ich muss mal ein bisschen frischer essen oder als Leute, ich muss endlich meinen Arsch hochkriegen, muss ich bewegen, bla bla bla. Wir setzen es damit auseinander, weil wir halt das reflektiert bekommen. Wenn du abends in Köln auf den Park gehst, rennen sie alle um dich rum und denkst, scheiße, ich muss auch wieder laufen gehen. Schlaf ist nicht präsent. Und die Leute haben kein Wissen. Ne? Die Leute beschäftigen sich, die haben keine Ahnung. Schieben es einfach, wird schon wieder und läuft halt im Moment nicht so gut. Ne? Also Wissen ist ein großes Problem. Und das sind so die drei Basisthemen. Und das Hauptthema bei meinen Coachings sind im Prinzip die Leute, die abends nicht abschalten. Ja. Bei dem dritten Punkt viel geworden.
Bei dem dritten Punkt gerade denke ich auch wieder zurück an den ersten Punkt. Und da fiel mir eben was ein, ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen. Wie oft fragt man Leute, und hast du gut geschlafen? Und dann kommt irgendwie irgendwas zwischen Ja und Nein. Ja. Und damit ist es gegessen. Ja. Und wie oft hat man schon mal selber geantwortet, nee, letzte Nacht war nicht so gut. Aber man geht es nicht an, das Thema. Und man weiß vielleicht auch nicht, woran es lag. Ja, und man ist auch nicht bereit, was zu verändern. Also, genau. Ja, das ist, das kommt mir gerade so in den Sinn. Ich denke gerade an eine Situation oder an Situationen, wir haben zweitägige Seminarveranstaltungen und da geht es früh morgens los mit so einem Check-up. Hat mit Schlaf nichts zu tun, aber die Leute sind um 6.30 Uhr teilweise noch im Bademantel im Check-up-Raum. Und ich habe das so, ich frage standardisiert, es interessiert mich aber irgendwo dann auch schon. Und wie hast du oder wie haben Sie geschlafen? Ja. Ah ja, Hotel hier und da, manche super, manche nicht so gut. Aber irgendwie war es doch nur Smalltalk, gebe ich ehrlich zu. Genau, weil du weißt nicht, was du danach sagen sollst. Yeah. Beim Thema, wenn du über das Essen redest, wie war es gestern? Ja, da gegessen und so, ja klar, war auch viel Fett drin. Oder du hast immer irgendwas zum Anknüpfen, das hast du beim Schlaf nicht. Und es wird gefragt, weil es das Letzte war, was die Person gemacht hat. Weil sie ist aufgestanden und dann fragst du das. Ja. So, du könntest auch fragen, und hast du heute Morgen schon gestritten mit deiner Partnerin oder hast du Sport gemacht oder irgendwas? Nee, es ist immer dieses, wie hast du geschlafen, weil man auch weiß, da kommt auch nichts zurück, deswegen ist es eine schöne oberflächliche Frage. So, und jeder wird irgendwie Ja antworten. Ja, gut. Okay. So. Ich frage dann oft, also ich habe früher, als ich 20 Jahre noch gearbeitet habe in großen Industrieunternehmen und dann morgens im Fahrstuhl stand und die Leute gefragt, und wie geht's? Und die so, ja, Montag halt. Und dann sage ich, wie, was denn passiert? Und die so, wieso, was denn? Ich so, du klingst so depressiv, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Also, nö, überhaupt nicht. Ich so, ja, aber wieso, was heißt denn, ne, so Montag irgendwie, also dieses, ne, einfach so, ja, ne, scheiße gepennt, oh ja, es tut mir aber leid. Also die Leute wollen nicht persönlich werden und Schlaf ist immer sehr, sehr, sehr persönlich. Das ist das große Thema dahinter. Wenn es jetzt um die persönliche Vorbereitung des Schlafs geht, ab wann beginnt die denn dann? Also zeitlich gesehen. Ich will dich da nicht auf eine Uhrzeit festnageln, um Gottes Willen, weil wahrscheinlich wird es diese Zeit nicht geben. Man kann das wahrscheinlich so pauschal nicht sagen. Aber ab wann beginnt denn wirklich eine Vorbereitung für den Schlaf? Ich darf mir immerhin auch vergegenwärtigen, es geht hier um ein Drittel des Tages. Ja, klar. Und wann beginnt da die Vorbereitung, deiner Meinung nach? Oder ab wann darf sie gerne beginnen? Eigentlich beginnt sie gleich nach dem Aufstehen. Wenn man sich mal anschaut und das mal in eine Perspektive packt und die Wichtigkeit des Schlafes nimmt und sagt, okay, ich lasse jetzt mal die Ernährung weg, ihre Bedeutung und die Bewegung und gucke mir nur an, wie ich schlafe. Das heißt, ich habe jetzt einen Tag, der hat 14 Stunden, 16 Stunden, was auch immer und den möchte ich mir mal prinzipiell grundsätzlich so strukturieren, dass ich abends ins Bett lege, die Augen zumache und schlafen kann und mich gut fühle damit. So, und das heißt, wann mache ich was? Wann bin ich leistungsfähig? Wann möchte ich essen? Wann möchte ich mich bewegen? Wie viel Licht bekomme ich? Licht ist wichtig für den Energieverbrauch und für deine Munition, die du am Tag hast, ist dein Licht, was du bekommst. Okay. Also das ist auch wichtig fürs Büro. Ne? Also jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, stellt eure Schreibtische ans Fenster, holt euch Licht. Das ist wichtig, ne? Weil Licht dich aktiviert. Und aktivieren am Tag ist wichtig, damit du abends natürlich müde bist. Wer nicht aktiviert tagsüber, kann abends nicht müde sein. Das heißt, guck, wie du deinen Tag strukturierst und guck, wie du Dinge einbaust, dann, wann sie zu dir passen, dann, wann sie wichtig sind. Wir wissen, dass wir morgens eher kognitive Konzentrations-, Aufmerksamkeitsthemen bearbeiten sollten, als was wichtig ist, morgens zu tun. Alles, was eher wegarbeiten, ist eher am Nachmittag. Sport, Ausdauer ist besser am Nachmittag. Dann mal überlegen, muss man vielleicht ein Powernap einbauen, je nachdem wie die Nacht war oder was abends passiert und dann ist dann, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen deine Frage gewesen, dann gibt es eine Art von Einflugschneise, okay, jetzt geht es irgendwann Richtung Bett und dann ist die Frage, was tue ich dann? Bin ich jemand, der das sehr gut kann, zu sagen, okay, ich kann eigentlich bis zum Schluss durchziehen, leg mich hin und schlafe. So, dann zieh durch, leg dich hin und schlaf. Ja. Mach das. Wenn du aber Probleme hast, natürlich, klar. Ja. Wenn du aber Probleme hast, ist es gut, dass du dir einen Zeitraum nimmst und sagst, okay, ich muss
wenn ich da liegen will und schlafen, ruhig sein will, mir vorher irgendwie Freiraum schaffen. Das heißt, ich muss vorher die Sachen loswerden. Ich muss vorher mich mit mir beschäftigen. Ich brauche irgendwie, es gibt so, man kann das sagen, dass man sagt, okay, ich stelle mir eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, den Wecker, also mein Handywecker. Mhm. Und das ist ein Zeichen, okay, ab jetzt bin ich in der Einflugschneise. Also wie so ein Flugzeug, was vorher schon anfängt, sich auf die Landebahn einzugrooven, nimmst du das auch und sagst, okay, jetzt ist Schluss. Ja, ab jetzt fahre ich runter. Ne? Licht runterfahren, Handy, sagen wir mal, vielleicht nicht abstellen unbedingt, aber zumindest bewusst zur Seite legen, Laptop am besten zumachen, Fernseher nicht. Und gucken, eine Stunde vorher wohlgemerkt. Eine Stunde vorher, ja. Das ist ja auch genau. Der Appell an mich selber, ja. Genau, ne? Also wenn du ein Schlafproblem hast, wenn du nicht gut einschläfst. Ne? Okay, ja. Also ich kann es gut. Ne? So, weil ich weiß, mein Körper weiß mittlerweile, wann ungefähr mein Rhythmus ist und der Körper stellt sich darauf ein. Der Körper weiß das von selbst, wenn du ihm das beibringst. So. Und wenn er das weiß und der Geist, dann fahren die sich selber schon in die Richtung. Wenn du es aber nicht hast und immer dann zeitlich unstrukturiert umgehst, musst du dir einen Rhythmus angewöhnen und dann in dieser Stunde davor kannst du auch Atemübungen machen, eine Meditation, du kannst Yoga machen, du kannst Dinge, die dir gut tun, du kannst ein Buch lesen, du kannst irgendwas tun, du kannst bügeln, du kannst eine Tasche, was auch immer, Sachen, die dich in deinen Rhythmus bringen, dass du zur Ruhe kommst. So, und dann wirst du merken, das hat auch mit Gehirnwellen zu tun, wenn die runtergefahren sind, ne, sind die in dem Modus, den du brauchst, um von der Leichtschlafphase langsam in den Tiefschlaf zu kommen. Ne, so, und das hat damit was zu tun, dass du das kontrolliert, strukturiert für dich tust. Ne? So. Okay, für diejenigen, die jetzt irgendwie denken, so, mein Tag ist sowieso schon schwer genug zu strukturieren und jetzt soll ich mir gegebenenfalls von morgens an schon darüber Gedanken machen, okay, ne, hast du gesagt, man kann natürlich auch irgendwie diese Einflugschneise sich anschauen und eine Stunde vorher begutachten, aber für diejenigen, die eigentlich doch ganz gut einschlafen können, für die ist schon Netflix die letzte halbe Stunde, Stunde vor dem Schlafen in Ordnung, wenn sie denn gut einschlafen können und nicht irgendwie, weil man hört das dann ja immer, es gibt ja immer zu allem viele Tipps und Tricks. Man kann es natürlich auch immer auf die Spitze treiben und es ist ja schon berechtigt, wenn man sagt, die aktuelle Netflix-Serie, die dich sowieso irgendwo emotional triggert, das nimmst du auch mit in den Schlaf rein, das nimmst du mit in die Träume vielleicht mit rein. Aber ja, um jetzt vielleicht irgendwie, weil man will ja immer, oder man passt ja dann doch auf als Coach, dass man es nicht übertreibt, mit seinen eigenen Vorstellungen. Das heißt, jemand, der wirklich gerne abends in der Partnerschaft oder für sich alleine doch noch eine Serie schaut, der darf das tun, wenn er denn, oder ne, darf er sowieso, aber der darf das auch ruhig weitermachen, wenn er gut schlafen kann. Genau, ja, absolut. Also da habe ich jetzt auch, da bin ich auch kein Dogmat. Gut. Ich finde nur, für mich ist es immer auch wichtig zu hinterfragen, warum guckst du jeden Abend Netflix? Also Netflix ist ja das neue Fernsehen gucken. Ne? Wir sagen ja nicht mehr, früher hieß es, ich glotze. Ne? Mhm. Und heute sagen wir, ich glotze nicht mehr, ich gucke Netflix. So, das ist jetzt so eine neue Qualität. Ich Netflixe jetzt. So. Das hat so was von wow, so, ne? So wow, cool, ich Netflixe. So, ne? Aber es ist im Prinzip, gucken wir Fernsehen. Ne? Ja. Also kontrollierter und nicht mehr im Seppen, aber wir gucken irgendwo rein und lassen uns besudeln. So. Mhm. Und die Frage ist ja, warum machst du das jeden Abend? Ne? So, und dann ist die Frage, was kannst du stattdessen tun? Also was gibt dir dieses abends Netflixen? Ist es, ihr habt überhaupt keine Kommunikation mehr zu Hause? Du beschäftigst dich null mit dir selbst. Es gibt Leute, die stehen morgens auf, Radiowecker und bis sie schlafen, haben sie das auf den Ohren und haben keinen Moment des Tages mal Ruhe. Nichts, weil sie dann sich spüren. Ja. Und dieses Spüren ist für viele Menschen nicht auszuhalten. Genauso sagen. Ist Netflixen ist wichtig, weil sonst sitzt du vielleicht mit deiner Partnerin auf der Couch und musst reden. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Komm, Schatz, lass uns noch schnell die Serien zu Ende gucken. Dann sind wir schon abgelenkt. So. Ja. Also diese Platzhalter Netflix, ich finde es wichtig, trotzdem zu hinterfragen, warum machst du das jeden Abend? Das ist genauso, wie Leute sagen, ich trinke ja schön abends mal einen Rotwein, so, ne? Ein Gläschen Rotwein, kann ich gut einschlafen und so. Hm. Warum brauchst du abends jeden Abend einen Rotwein? Hm. Das hat mit dem Schlaf nichts zu tun. Du kannst genauso gut einschlafen ohne Rotwein. So. Also dieses Hinterfragen ist mir immer wichtig. Aber prinzipiell, wenn man sagt, ach nö, ist so alles super, ich gucke abends ab und zu mal Netflix und dann penne ich auch gut. Ja, mach das. Ja, geht. Ja, das find ich gut, dass du, ich sag mal, beides zulässt. Ne? Aber es geht ja auch darum, dass wenn du jetzt mit jemandem daran arbeitest, ne, dass es eben so ins Leben einfließt, aber auf eine angenehme, positive, wirksame Art und Weise. Ne?
Und da hilft also halt nichts, irgendwie was zu verbieten oder so. Ja, ich habe mal mit einem Profifußballer zusammengearbeitet, der aus Südamerika kommt und der nachts immer mit seinen Jungs in Südamerika haben die immer Gamings gemacht, irgendwelche, keine Ahnung, ne, haben gespielt nachts halt. Ja. Ne? Und das war für ihn halt immer sehr verdeckt und das hat er nicht drüber gesprochen, hat sich damit halt scheiße gefühlt und auch tagsüber hat ihm ein bisschen Leistungsfähigkeit gefehlt und dann haben wir das halt eingebaut. Da habe ich gesagt, okay, ich kann es dir nicht nehmen, du machst es sowieso, dann mach es aber wenigstens so, dass es zu dir passt. Mhm. So, und dann mach es dann, wann es zu dir passt und mach es so lange, wie es zu dir passt. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du danach wieder gut schläfst, davor wieder gut schläfst, ist es auch nicht so ein Problem. So, und dann haben wir das für ihn individualisiert. Ne? So. Geht schon. Ne? Gut, dann haben wir jetzt hier auf zwei Erdhälften unterschiedliche Rhythmen. Genau. Und für den einen war es halt nicht so von Vorteil. Jetzt ist es ja wirklich so, Menschen haben unterschiedliche Tagesrhythmen. Lerchen und Eulen, ne? Also irgendwie die Frühaufsteher, die Nachtmenschen, aber eben auch arbeitsbedingt gibt es da auch schon mal den einen oder anderen Rhythmus, der gebrochen wird. Ich mag das Wort an sich schon, aber es ist manchmal immer so, es wirkt immer so, wie optimiere ich da jetzt Schlaf? Wie kann ich denn da gezielter in die Schlafvorbereitung reingehen? Weil im Grunde geht es ja darum, dass ich den Schlaf gut vorbereite. Mhm. Wenn wir erstmal es vielleicht geschafft haben, haben wir nicht mehr so den ganz, ganz großen Einfluss. Zumindest auf das Einschlafen und vielleicht Durchschlafen. Aber wie gehst du mit unterschiedlichen Tagesrhythmen an? Fangen wir mal mit dem ganz simplen Beispiel erstmal an. Jemand hat so diesen ganz klassischen Tagesrhythmus, arbeitet tagsüber. Aber auch da haben wir ja schon einfach die zwei unterschiedlichen Typen oder vielleicht so einen Mitteltyp. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Gibt es auch. Ja, genau. Okay. Es gibt auch die Mischformen, ne? Die ganz im Prinzip so ein, so normale Uhrzeiten haben. Es gibt auch Leute, die kommen mit 4 Stunden aus, es gibt Leute, die brauchen 10 Stunden Schlaf. Also das ist alles komplett durcheinander. Also da gibt es alles. Ja. Wie gehst du damit um? Also es ist immer, du musst es dir, also ich sage ja nicht, dass du jeden Tag an deinen Schlaf denken sollst. Die Frage ist ja erstmal, wie bin ich gemacht? Das heißt, wenn ich ein Frühtyp bin und bin um 9 Uhr müde, dann bist du um 9 Uhr müde. So, da kann ich als Coach nichts machen, da kannst du nichts machen und da kann der liebe Gott nichts machen. Du bist so. Du bist genetisch in einem Schlaftyp drin. So, den musst du akzeptieren. So. Mhm. Wenn du dann ein Taxifahrer bist oder jemand, der jeden abends gerne noch lange auf ist und ist aber ein Frühtyp, der eigentlich um 9 im Rhythmus ins Bett geht und immer bis 12 macht, da hast du einfach ein Faktum über dich und deine natürlichen vorgegebenen Rhythmen, die kannst du nicht verändern. Dann solltest du dich anpassen. Das ist dann eine Disziplin und eine Entscheidung. So. Okay. Für etwas. So. Nicht gegen etwas, sondern für etwas. So. Und dann wird sich einiges schon mal von selbst natürlich strukturieren. Wann esse ich zu Abend? Wie lange arbeite ich? Wann mache ich was? Wann kann ich die wichtigen Dinge machen? Jetzt kann ich abends gar nicht mehr noch 2 Stunden vorm Laptop sitzen. Auch meinen kleinen Scheiß zu Hause machen, die ganzen Organisationen und was bestellen, Urlaub buchen und sowas alles. Das gibt relativ viel vor. Bei manchen Dingen sage ich auch, okay, wenn es so weit geht, dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie nicht einen Job wechseln. Weil Sie machen sich fertig. Sie kriegen das nicht hin. Mhm. Sie haben 3 Kinder, Sie machen das und dies und das. Ich sehe keinen Ausweg. Also ich greife oft auch sehr stark in die Strukturen rein, dass ich zumindest die Dinge anspreche, weil ich nicht ändern kann, wie die Natur die Person strukturiert hat. Ne? So, und dann sagst du, okay, wann mache ich die wichtigen Dinge? Und dann guckst du, dass du dich mit der Zeit darauf einlässt und dich mit der Zeit so strukturiert, dass du zumindest diese Blöcke baust und das in dein Leben sozusagen einfließen lässt. Und dann ist das alles auch nicht mehr so ein Problem. Nur du musst irgendwann mal anfangen, jetzt zu sagen, okay, das sind meine 24 Stunden, so bin ich. Was brauche ich, so arbeite ich, so tue ich was und das mal einmal für dich mal durchdenkst. Ne? So. Ja. Und es natürlich auch mit deiner Familie besprichst, vielleicht deinem Arbeitgeber besprichst. Das ist jetzt natürlich auch viel mehr möglich in dieser Zeit. Ne? Viele sagen mir jetzt auch, ich werde danach gar nicht mehr 5 Tage die Woche hingehen, vielleicht 3. So, ne? Und das alles mal jetzt zu nehmen und sich das neu zu strukturieren. Ne? Das ist so. Ne? Jetzt denke ich gerade, okay, du hast jetzt erstmal natürlich auf das Individuum geschaut, dann aber auch beispielsweise Familie, Partnerschaft mit reingebracht und den Arbeitgeber. Oder sagen wir mal allgemein die Arbeit. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es gehört und ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt. Aber so wie ich es damals gehört und aufgeschnappt habe,
habe ich es so für mich gemerkt, in Deutschland ist Schlafen noch nicht so wirklich gesellschaftlich anerkannt, akzeptiert. Nee. Wir schlafen, das ist schon in Ordnung. Jeder weiß, dass es wichtig irgendwie ist. Und es ist wichtig, jeder weiß es genau, sagte ich, glaube ich, auch im Intro. Aber so richtig akzeptiert, vor allem im unternehmerischen Umfeld, ist es nicht. Ich kenne, ich war in Unternehmen und ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, ja, wir haben ja hier auch eine Chill-Lounge und das ist dafür da, um eigentlich wirklich horizontal zu liegen. Aber ich sehe da niemanden und ich bin doch nicht der erste Idiot, der sich da hinlegt. Was soll denn dann Person XY und vielleicht die Chefetage denken? Genau. Und was ich gehört habe ist, also das kriege ich halt praktisch auch mit. Und was ich gehört habe, ist, dass beispielsweise in den asiatischen Regionen das ganz anders wahrgenommen wird und akzeptiert wird. Dann hieß es so schön, in einem chinesischen IKEA legen sich die Menschen mittags hin und machen auf einer Matratze einen Powernap. Und das ist absolut angesehen und akzeptiert. Wenn das überhaupt nicht stimmt, dann will ich ich weiß nicht, was die Quelle war, aber und dort wird einfach ein Powernap akzeptiert und wird wahrgenommen als, der lädt sich gerade auf. Ne? Ja, das ist genau das Thema dabei. Also wenn ich mal, sagen wir mal, auf einem Kongress oder irgendwie spreche und ich habe Manager vor mir und die alle die großen Zocker sind, ich habe die auch alle erlebt, versuche ich die immer so ein bisschen auf natürlich positive und motivatorische Art ein bisschen zu stutzen und denen klar zu machen, Produktivität kommt nicht über Druck und Leistung entsteht nicht über zu hohe Erwartungen und zu viel dauerhaftes am Limit sein, sondern Leistung und Produktivität entsteht durch den Ausgleich zwischen Ruhe und Entspannung, zwischen dem Parasympathikus und dem Sympathikus, die vegetativen Nervensysteme, die einfach so arbeiten, wie sie arbeiten. Ne? Mhm. Du brauchst Leistung und du brauchst Ruhe. So, und der Ausgleich ist der perfekte Weg. Und dass Produktivität durch Schlaf entsteht. Menschen können nur produktiv sein und leisten, wenn sie schlafen. Mhm. Das ist faktisch so. Da kannst du mit jedem Wissenschaftler reden. Es ist faktisch so. Dagegen kannst du nicht angehen. Das ist im asiatischen Raum ist das mehr akzeptiert, weil auch das Thema Ruhe einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja, zu sich zu finden und zur Ruhe zu kommen. Daher kommen ja auch viele dieser asiatischen Methoden und Yoga und Meditationen und so ist da viel mehr verbreitet. Mhm. Da ist es einfach so, dass das akzeptiert wird, dass aus der Ruhe die Kraft kommt. So, und bei uns ist Ruhe ist null Produktivität. Das heißt, wenn ich ruhe, kann ich nicht produktiv sein. Was ja totaler Schwachsinn ist, warum sagt man nicht, ich ruhe, damit ich produktiv bin und ich möchte, dass meine Leute produktiv sind, deswegen gebe ich denen Ruhephasen. So. Ja. In Asien steht es teilweise in Verträgen, dass du tagsüber Powernap machen musst, da liegen die Leute auf dem Schreibtisch und machen so. Wenn du das bei uns machst, ist es der Herr Müller, der es nicht auf die Kette kriegt oder der Abteilungsleiter sagt, das will ich nicht in meiner Abteilung, weil dann hat mein Ruf als Chef meiner Abteilung leide ich darunter, das heißt eigenes Ansehen. Die Leute stehen nicht darüber und sagen, hey, ich lasse die Leute in Ruhe arbeiten. Und wenn sie sich nicht pennen wollen, aber guck mal, was hinten rauskommt. Meine Leute sind immer gut drauf, wir geben Vollgas und wir haben richtig gute Ergebnisse, weil die Leute das tun. Wenn du jemanden in der U-Bahn siehst in Asien, dann denken die Leute, und der pennt, denken die Leute, wow, der muss wahrscheinlich viel arbeiten, deswegen braucht er jetzt seine Ruhe. Respekt. So, das ist jemand, der intensiv arbeitet, der viel lebt. So, ne? Bei uns ist es ein Penner, dem schmeißt du vielleicht sogar noch einen Euro hin, weil du das Gefühl hast, der kriegt es nicht hin. Ne? Penner ist ja bei uns ein Schimpfwort. Ja. Und man fühlt sich immer so ein bisschen so, oh Gott, die arme Sau. Ne? So, und das ist völlig, also das Bild ist verquer. Ne? So, total, total schade. Es ist eine Verschwendung von Ressourcen einfach. Ne? Okay, dann weiß ich jetzt auch schon, was du auf jeden Fall bei der nächsten Frage sagen wirst, weil kommen wir mal zum Thema Powernap oder Mittagsschlaf. Erstens, ja oder nein? Jein. Ja, wahrscheinlich ist es nicht für jeden was, ne? Es ist schon für jeden was, aber es ist die Frage immer, ich würde es nicht jeden Tag machen, weil wenn du deinen Rhythmus hast, dann hast du auch Teile natürlich in deinen Rhythmus eingebaut, Zeiten, wo du aktiv bist. Wo du viel tust. Und wenn du das tust, ist es gut, weil du verbrauchen musst. So. Das heißt, wenn du zu viel in die Ruhe gehst und nicht auch in deine Energie reingehst, ich bin auch ein Freund von mal an Grenzen gehen, sich mal pushen und so. Ne? Das ist alles legitim. Das ist auch völlig gut, weil du dann merkst, wo sind meine 100% und nicht immer so, oh, Stress, ich kann nicht, sondern nee, ich gehe mal rein. Ne?
Deswegen sollten wir eigentlich gucken, dass wir uns so strukturieren, dass wir einfach gut durchkommen und abends müde sind. Dann brauchen wir auch keinen Power, wenn wir nachts gut schlafen. So, wenn die Nacht mal nicht so gut war und wir merken, oh, puh, ne, so Kinder und Zeug, und dann haue ich mir mal eine Viertelstunde Powernap dazwischen rein. Oder ich weiß, abends ist noch mal viel oder ich habe spät noch mal eine Präsentation, mach ein Powernap. Mach's bewusst, spür, wie bist du drauf, kriegst du das gut hin oder sagst du, nee, ich nehme mir noch mal eine Viertelstunde. Dann ist es gut. Aber immer auch gucken, dass du nicht länger als 20, 25 Minuten Powernap machst, weil ab da wird es ein Tiefschlaf und ein Tiefschlaf ist tagsüber ungünstig für eine gute Regeneration, weil sie dich zu sehr runterfährt. Also eine Stunde zu pennen würde ich nicht empfehlen. Jeder, der es mal gemacht hat, weiß, wer tagsüber eine Stunde, anderthalb Stunden pennt, ist danach durch. Also guck, dass du eine halbe Stunde, also 25 Minuten machst, Viertelstunde ist auch gut. Und ich empfehle immer, dass sich Abteilungen zusammentun mit ihren Chefs und darüber sprechen. Und gucken, dass sie das gerne zusammen für sich erlauben, dass wir das machen. Weil dann heißt es dann, okay, Leute, ich bin mal kurz pennen. Und mal alle sagen, oh, hier, der Müller geht wieder pennen. So, ne? Sondern ja. Nein, wir nehmen das für uns als Positives. Ne? So, dann kann man auch sagen, okay, jetzt pennen. Ja, ist doch gut. Ne? Was ist dagegen zu sagen, wenn alle wissen, worum es geht. Ne? Ja. Also für dich jetzt draußen, für den Zuhörer, du merkst schon, wenn du den Christoph zuhörst, es ist eigentlich total schade, wenn man es sprichwörtlich ja verschläft, sich um seinen eigenen guten und gesunden Schlaf zu kümmern. Also es ist nämlich etwas, worum du dich kümmern darfst. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, das werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes so übernehmen. Und zwar sagt Christoph, wer besser schlafen will, muss etwas verändern. Oder eben hast du, Christoph, von einer Entscheidung gesprochen. Ja, weil es ist halt eben nicht nur, und daran denken wir ja irgendwo, vielleicht noch in der hintersten Schublade, ja, dann gehe ich halt schlafen. Und manche sagen halt, ja, lapidar, ich komme mit 4-5 Stunden aus. Das mag bei dem einen oder anderen vielleicht so sein. Klar, aber wenn man mal ein bisschen tiefer reingeht, und das haben wir jetzt definitiv getan bei dem Thema Schlaf, dann merkst du, glaube ich, okay, da steckt nicht nur Potenzial drin, da steckt doch einfach Lebensqualität drin. Also ich will gar nicht, ich persönlich bin jetzt nicht immer nur auf Leistung, 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 höher, schneller, weiter aus. Das wird bei den Leistungssportlern genauso sein, aber auch einfach, was die Lebensqualität angeht. Ne? Und wir hatten da, fand ich jetzt so dieses schöne Bild. Ich denke jetzt gerade an den Asiaten in der U-Bahn. Der kann sich kaum setzen, weil es ist so voll gerammelt, aber der macht einfach die Augen zu. Das ist irgendwie ein schönes Bild für mich, gerade zum Abschluss. Ja. Christoph, ich sage dir jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit hier. Sehr gerne. Du bist Schlafcoach. Viele Menschen draußen haben ein Schlafthema. Wo würde man dich jetzt am besten kontaktieren können, wenn man das möchte? Unterschiedliche Wege, also meine Website natürlich, christophmalzburg.de. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, christoph-malzburg. E-Mail schreiben, christoph.malzburg@gmx. Mein YouTube-Kanal, da gibt es unterschiedliche Formate, Themen, die interessant sind rund um den Schlaf, Atmung, Ernährung, Bewegung, auch Thema Leistungssport. Ich habe jetzt auch gestern wieder eins hochgeladen mit einer Beachvolleyballerin, unserer Top-Beachvolleyballerin. Also unterschiedliche Wege. Einfach mal meinen Namen googeln. Ich habe einen Namensvetter, meinen Onkel, der den gleichen Vornamen hat. Der ist Physiker, sieht auch ein bisschen älter aus als ich. vielleicht nur noch mal gucken. Der ist sehr bekannt auch und deswegen hat er auch viele Klicks und ist auch relativ weit oben gerankt, weil er halt als Neurophysiker weltweit einen ganz guten Ruf hat. Deswegen vielleicht kurz mal aufs Bild gucken, dass er das nicht verwechselt. Aber der hat keinen eigenen YouTube-Kanal. Naja. Also für alle jetzt, den Podcast gibt es ja auf verschiedenen Kanälen wieder zu hören, aber auch zu sehen. Also wenn du bei YouTube mit dabei bist, dann hast du den Christoph jetzt sowieso schon gesehen. Und ansonsten, wenn du nach dem Podcast oder dem YouTube-Channel googelst und einfach suchst, dann gib vielleicht auch einfach mal Sleep Chat ein. Das ist namentlich der Podcast von Christoph. Ich danke dir, wie gesagt, nochmals für die Zeit. Du hast auch, und davon bin ich überzeugt, den Zuhörern draußen super wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben, die man, ja, jetzt komme ich wieder zu dem Wort des Intros, eigentlich umsetzen darf. Ne? Und wofür man sich entscheiden darf, dass man da in die Umsetzung kommt. Ich verbleibe zum Schluss, wie immer, mit bewegten Grüßen und ja, wünsche dir einen erholsamen Schlaf da draußen. Ciao und wir hören uns zum nächsten Podcast. Mach's gut.